Hallo und herzlich willkommen auf Max Gaming Channel. Mein Name ist Max und wir spielen heute Atomic Society, die postapokalyptische Version der Sims. Also natürlich nicht ganz der Sims, aber doch kleine Züge von den Sims hat das. So. Und wir wollen nicht lange drauf warten, sondern wir starten sofort mit dem Game und laden unseren letzten Spielstand. Ja, was war letztens? Aller Anfang ist ja schwer, das war die letzte Folge. Und da ging es halt darum, erstmal das Spiel kennenzulernen. Und zu gucken, wie das genau funktioniert. Jetzt ist das mittlerweile so, ich habe auch von euch ein paar Tipps bekommen. Da bin ich auch sehr dankbar darüber. Und werde diese Tipps heute mal gleich umsetzen. Ne? Also habe schon angefangen hier. Das Tutorial kann ich erstmal wegmachen. Ich habe mich da auch so ein bisschen hingesetzt, habe da auch so ein bisschen mich beschäftigt mit dem Spiel und habe jetzt mitgekriegt, dass hier unten auch ein Baumenü ist, wo wir dann auch gleich bauen müssen. Das erste und wichtigste ist, wir brauchen jetzt erstmal Wasser. So, und Wasser bekommen wir natürlich von diesen Sachen. Da gibt es hier einmal diese Wasser, Waterwell, Dew Collector und so weiter. Also die beiden sammeln Wasser und die beiden hier geben Essen. Also trinken. Das erste wäre Wasser, das zweite ist trinken, dann kommen Krankenhäuser und so weiter und so fort. Wir brauchen für diese Wasserquelle brauchen wir zwei Arbeiter und wir brauchen zwei Metall und einmal Savage Lumber, also sprich geerntetes Holz. So, und da bauen wir mal erstmal eine. Ich weiß noch gar nicht wohin. Irgendwo hin, wo man, also da sterben die Leute schon, sehe ich. Da bauen wir es dahin. So, da kann man das anklicken. Und dann kann man dahin rennen und kann quasi mithelfen bauen. Jetzt erhöhen wir die Geschwindigkeit ein wenig. Ja, so. Die Zeit ist nahe, hier eine Siedlung für meine Leute zu bauen. So, und was muss ich jetzt machen? Und so weiter. Ah, okay. Ich muss jetzt hier Arbeit da besetzen, damit die auch erhalten bleibt. Gut. Also jetzt sollte sich ja gleich anfangen, das zu füllen. Jetzt habe ich natürlich... Was ist das? Neue Messenger. Sind irgendwelche Leute sind... Achso, hat quasi Nachrichten oder bringt Nachrichten. Gut. Jetzt brauchen wir, laut dem Tipp, brauchen wir sogenannten Scavengers Hut. Der bildet sogenannte Bauarbeiter aus, wo wir dann halt die Leute, oder nicht Bauarbeiter, sondern Sammler aus, die sammeln gehen. Das wurde mir jetzt von euch empfohlen und das machen wir auch mal gleich und bauen mal hier gleich ein, zwei solche Sammelteile und dann geht's los. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder besetzen. Fokus und so weiter und so fort. Okay, also, da haben wir Scavengers Hut. Jetzt brauchen wir, bauen ja noch einen zweiten Scavengers Hut. Ja. Ah, okay, uns fehlt was. Und zwar Steine fehlen uns. Dazu klicken wir den an, drücken mal hier auf Pause und dann ist hier hinten, glaube ich, genau, hier hinten hatte ich nämlich gesehen, letzte Folge schon, gibt es hier, kann man Sachen savagen. Da drücken wir einmal drauf und machen jetzt, und jetzt läuft er dahin, wie ihr seht. Jetzt baut er da ab. Okay, er baut ab. So, oh, was habe ich bekommen? Einen Rucksack. While searching this ruin, you discovered a rare item that can boost your abilities. Also, während der Suche in den Ruinen habt ihr ein sehr seltenes Item entdeckt, was eure Fähigkeiten fördern oder upgraden kann. Also verbessern kann. Mouse over to see what you have found and click to equip it. Okay, also wir sollen drüber mit der Maus gehen und schauen, was es ist. Es ist ein Mid-Size Backpack. This will come in handy for carrying items. Okay, also das heißt, wir haben ein größeres Inventar, was ja gar nicht so schlecht ist. Kann man da jetzt nochmal drauf? Kriegen wir jetzt noch einen Rucksack? Ah, okay, man kann jetzt quasi... Es ist voll.
anhalten. Der Tipp ist gar nicht mal, also der ist richtig gut, der Tipp, dass man hier ab anhält und dann weitermacht, weil sonst sterben einen wirklich ganz schnell hier einem die Leute weg. Und das kann echt böse Folgen haben hier. So, okay, also alles Storehouse, also wir haben jetzt ein volles Lagerhaus, wir brauchen jetzt ein zweites Storehouse. Ja. So. Stellen wir mal hin, drücken mal drauf. Und drücken wieder Geschwindigkeit. Muss jetzt nicht sehr schön sein, aber 35%, es dauert jetzt natürlich ein bisschen. Also wie gesagt, die Wasserquelle scheint noch nicht zu reichen und das Essen ist auch ziemlich knapp. 28 Leute nur noch. Oha, 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 oha. Das heißt, wir brauchen eine zweite Wasserquelle. So, okay, also. Dann schicken wir nochmal den hier hin und sammeln mal erneut. Man kann aber auch gleichzeitig, soweit ich das mitbekommen habe, der Savage jetzt, also der erntet jetzt da. Dann kann man draufdrücken und eben zum Lagerhaus schicken, zurückschicken. Und wir bauen jetzt, was bauen wir denn jetzt? Eine zweite Wasserquelle, weil das Wasser, oh nee, wir brauchen auch Essen. Das heißt, wir brauchen einen Livestock Ranch, da fehlt uns natürlich Holz. Das ist natürlich nicht so prall, jetzt brauchen wir Holz. Gehen wir da nochmal hin, versuchen wir mal da ein bisschen Holz zu sammeln. Okay, also Wasser geht nach oben, aber das Essen geht nach unten. Okay, wir finden hier nur Steine, Metall und Steine. Oh Gott. Das heißt, wir brauchen irgendwo, brauchen wir, was ist das da hinten? Da gibt es Batterien. Okay. Wir müssen wieder, also das Storehouse ist voll. So brauchen wir noch eins. Noch ein Lagerhaus. Oha, oha, oha. Was fehlt uns da? Uns fehlt Holz. Also wir können keins bauen, weil wir Holz haben. Also das heißt, wir müssen Rechtsklick draufdrücken. Und ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir zu viel Metall haben. Dann zerstören wir mal Metall. Zerstören wir mal 10-mal Metall. Destroy. Und sagen, dass die Leute jetzt aus dem Scavenger Holz sammeln sollen. Da haben wir jetzt das Problem. Was ist das? Savage Lumber. Das können wir jetzt umändern zu einem Storehouse. Convert Ruin into a Standard Storehouse. Okay, gut. Okay, das macht er. Gut, dann brauchen wir ja keins bauen. Dann haben wir da hinten eins. Gut, Wasser sieht aus. Sieht gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich Essen. Wichtig ist jetzt erstmal Essen. Also diese Balken hier entscheiden darüber, wie glücklich die Leute sind. Ja, und so eine Siedlung ist ja natürlich für mich als oberstes Mitglied sehr schwer zu führen. Aber wir kriegen das schon hin. So. Gut, das heißt, wir können jetzt hier alles reinmachen. Und müssen jetzt... Haben wir denn schon Holz jetzt? Rechtsklick drauf. Ja, 4 Holz, wie ihr seht, haben sie jetzt schon gesammelt. Das heißt, wir können jetzt noch ein Scavenger's Hut bauen. So. Manchmal will das nicht. So, ja, so, komm.
Ja, es hat zu den. Okay, also man muss immer so ein Stück weit wegbauen und sagen, hier helfen. Okay. Okay, also scheinbar wächst gerade meine. Aber die sterben trotzdem ja alle noch weg. Ja, das ist natürlich jetzt. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch gleich wieder Ingenieure, die sich drum kümmern. Wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Wasserquelle. Kann das sein? Oder wir brauchen. Nee, erstmal brauchen wir was zu essen. Eine Life Range. Wir haben 43, nee, 10 Holz. Ja, gut, wo stellen wir denn die hin? Die ist aber richtig groß, ne? Okay, also da will er nicht hin. Gut, bauen wir hier und sagen dem, er soll da hinlaufen. Damit wir jetzt erstmal das Essen. Hab das jetzt auf momentan auf sechsfach zu laufen, nur dass ihr das seht. Sonst ist das natürlich, dauert das auch sehr lange hier. Also was ich sagen muss, es macht wirklich super viel Spaß. So, hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall wieder Mitarbeiter. Und noch einen kleinen Tipp, den ich bekommen habe, ist rechtzeitig ein Hospital und diese Repair-Shacks zu bauen. Weil das ganz schnell passieren kann, dass die Gebäude sich abnutzen und dann haben wir ein Problem, wenn es dann keine Reparaturarbeiten gibt. Ich könnte sie zwar selber reparieren, aber ja, was brauchen wir noch? Diese Builders Yards, die übernehmen die Rolle von Ingenieuren, so steht das hier. Workers at Builders Yards will take on the role of engineers and help construct any buildings that you place. Okay, also sie helfen mit, diese zu bauen. Das heißt, wenn ich die hinstelle, dann helfen die damit. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal Repair-Checks. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinstelle hier. Hier kommen ja die Lagerhäuser hin. Okay. Hier so. Sieht ganz gut aus, finde ich. Oder hier. Na, hier kommen die Lagerhäuser hin. So hin. Ah, okay, ich verstehe das. Die Builder Yards sind sozusagen die, die mir helfen zu bauen, damit ich das nicht alles bauen muss. Das ist auch gut zu wissen. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt hier. Also wie man sieht, das Wasser ist genug, aber das Essen reicht nicht. So, die können ja alles mal instand setzen hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine. Was brauchen wir denn? Ein Greenhouse bauen wir denn noch? Wo kann man das hier irgendwo hinstellen? Ja, direkt hier nebenan, ne? So. Einfach hin. Und jetzt baut er das mit. 53 Leute haben wir schon. Okay, das Essen füllt sich langsam. Was ist das hier? Open. Ah, hier unten kann man auch. Okay, also wir haben genug vom Holz. Das heißt, wir müssen jetzt mehr Steine sammeln. Da müssen wir die Leute anweisen, dass die jetzt halt mehr Steine sammeln sollen. Zwei Scavengers hat's. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal ein Wohnhaus. Ein Luxury House. Restores Rest, 15 Kapazität, 40 Menschen. Wow, das ist aber. Oh, ist das groß. Kann man das denn hinstellen? Hier sollen ja die ganzen.
Die Stadt soll ja auch ein bisschen schön sein, ne? Ja, die stehen dann hier so. Gott, die kriegen dann hier ein schönes Wohnhaus. Dann sind sie auch glücklich. Das Essen reicht nicht so ganz, ne? Also das wird immer weniger. Oder hält sich gleich? Okay, also das muss auch schon wieder repariert werden. Das heißt, die Reparaturchecks, die reichen nicht aus. Dann müssen wir noch eine Livestock Range bauen. Gut, nee, das bauen wir mal hier so hin. Das haben wir fertig. Das Haus steht auch und wir brauchen jetzt. Scroll mal, zoom mal ein bisschen raus. Okay, also noch einen Reparaturcheck brauchen wir auch noch. Repair-Check. Hier müssen wir noch welche zur Arbeit schicken. Gut, dann haben wir zwei Repair-Checks. Das sollte ja erstmal genügen, denke ich mal. Wie sieht denn eigentlich unser Lagerhaus aus? Okay, also man sollte versuchen, alles so im Gleichgewicht zu halten. Also nicht eine Ressource mehr, sondern immer so im Gleichgewicht, so um die 40. Also wenn man mal so ab und zu mal reinguckt. So, wie sieht's aus? Okay, also, wir brauchen jetzt noch was zum Essen. Und da machen wir Greenhouse. Die Leute sollen ja auch ein bisschen gesund leben. So, damit das gleichmäßig ist. Okay, also ich brauche noch so eine Bildtrupps, die auch hier mal mitbauen. Oh, 79 Leute haben wir schon. Aber es reicht immer noch nicht. Also man sieht hier, irgendwie ist hier ein Herzchen. Das heißt, wenn die Leute bis hierhin versorgt sind, dann ist das gut. Gut, das haben wir auch. Jetzt halten wir mal an. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall ein Builders Yard bauen. Weiß nicht, wo man das alles hinstellt. Okay, also wenn man es dreht. Da. Und dann schicken wir ihn hier hin. Wie sieht das mit Wasser aus? Okay, also Wasser wird auch weniger, müssen wir auch gleich drauf achten. Puh, das ist ein ganz schön anstrengender Job, den man hat, so als Städtebauer. Das kann ich euch sagen. So sieht unsere Stadt jetzt momentan aus. Okay, also sie schaffen es, auf jeden Fall hier die ganzen Sachen zu reparieren. Sobald man merkt, dass jetzt das nicht ausreicht, dann sieht man auch, dass die Gebäude anfangen. Da brauchen wir, bauen wir mal lieber gleich noch ein zweites. Wir versuchen das mal so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Builders Yard, bauen wir mal gleich hinterher. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die da hinlaufen und bauen. Ah, wie ihr seht, ja, die bauen. Da könnt ihr das sehen, sehr schön. Da geht's los. Das heißt, ich muss mich darum nicht kümmern. Dafür ist dieses Bild halt, ja, gut, Gott. Gut, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben Reparaturchecks. Wir brauchen ein Krankenhaus. Mir wurde ein Tipp gegeben, ich soll ein Krankenhaus bauen. Gut. Hier kommen ja die ganzen Sachen. Dann bauen wir hier so
Ja, gute Frage. Wo kommt denn das Krankenhaus hin? Ne, hier sollen ja diese ganzen... Hier kommen die Sachen. Hier kommen die ganzen Wohnhäuser. Ja, ja, gute Frage. Gute Frage. Es muss ja auch ein bisschen zentral gelegen sein, ne? Dieses Krankenhaus. Ja, dann setzen wir das mal hier hin. Da hinten, die bauen auch. Also das scheint auch gut auszureichen. Auszureichen. Jedenfalls jetzt erstmal. Wir werden wahrscheinlich noch mal einen Reparaturcheck bauen müssen. Sobald das... Da. Also da seht ihr, das, die schaffen das nicht. Da müssen wir halt gucken. Die können halt nicht alles, ne? Verwursteln. Okay, also... Okay, jetzt ist er repariert. Gut, es dauert immer einen Moment. Okay, also es reicht noch, die beiden Reparaturchecks. Aber Wasser und Nahrung ist schon wieder knapp. Wir sind bei 89 Leuten. Wir brauchen ein Krankenhaus. Das haben wir jetzt. Okay, citizens have started raising families in your town. See town hall stats for birth rate info. Die Town Hall. Wo ist die Town Hall? Ah, die muss ich wahrscheinlich erst bauen. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall Wasserversorgung. Wir bauen mal jetzt diese Collectors. Also wir haben jetzt Masonry oder wie das heißt, also Steine. So, können wir hier noch einmal reinbauen? Da, so. Und wir bauen gleich mal nochmal Du Collector noch einen dahinterher. So. Das heißt quasi, man kann jetzt mehrere bauen und wir brauchen noch einen Reparaturcheck. Weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache, aber kann man hier noch was hinstellen? Also, man kann nicht die Gebäude überall hinstellen, ne? Also, es gibt hier so ein paar Sachen, da muss man immer gucken. Bauen wir hier noch einen hin, so. Und wir brauchen hier. Was sagt denn unser Lagerhaus? Unser Lagerhaus sagt, okay, das wird ziemlich knapp. Wir bauen mal zur Sicherheit noch ein Lagerhaus. Ein Giant Storehouse. Ja, das ist gut. So ein Giant Storehouse kann man ja immer gebrauchen. Na, komm schon. So. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal genug haben. Wie sieht's aus? Frisches Wasser haben wir nur eins. Fruit und Vegetables. Also Früchte und Gemüse. Null. Okay, also wir haben zu wenig zu essen, so wie es aussieht. Nee. Aber der Balken zeigt an, dass alle genug zu essen haben. Was sagen denn meine Bürger? Mal anhalten. Okay, I should seek some recreation soon. Was will der hier? To work for a while. Okay, gut. Hier müssen wir auf jeden Fall... No free workers available. Try firing workers from other buildings. Okay, das heißt, wir haben zu wenig Leute. Sind uns wieder ein paar abgehauen. Wir hatten doch mal 89 Leute. Hier, die Kultur. Es fehlt uns an Kultur. Na, das können wir doch ändern. Eine rostige Statue können wir nehmen. Artwork. 1, 3. Rusty. Decorative. Ja. So, every 15 Tagen. Burning Torch. Ja. Machen wir mal Artwork. Stellen wir mal hier so in die Mitte rein.
So, ich habe jetzt hier Wasserkollektor gestellt, aber irgendwie scheinen die ja nicht richtig Regen zu sammeln. Ach doch, jetzt geht's wieder. Was soll das denn bitte für eine Statue sein? Lol, das ist mit dem Tod. Eine Atombombe mit dem Tod, ne? Das ist ja auch sehr witzig. Da sitzt ein Sensenmann auf einer Atombombe. Das ist ja schon echt makaber. Okay. Ah, ist schon nicht schlecht. Ist schon gut. So, also Artwork haben wir auch. Irgendwie... Ah, okay. Wir brauchen auf jeden Fall... Latrinen brauchen wir auch. Elder's End ist für die Leute, dass sie da nicht auf der Straße sterben. Und wir brauchen Chemist, damit kann man auch noch ein paar andere Sachen herstellen. Uns fehlen Steine. Okay, also wir müssen Steine priorisieren. Okay, ist schon. Und Holz. Left inside. Okay, also ist nichts da. Ist leer, okay. Wir müssen uns weiter umschauen. Leute. Also mir gehen die Leute aus. Irgendwie. Wir brauchen erstmal irgendwas. Ein Krankenhaus haben wir doch. Ja. Auf jeden Fall, ja. Hospital. Okay, wir brauchen auch Medizin, so wie ich das gesehen habe. Was ist das? First Aid Tent? 100 Medizin, also First Aid Tent brauchen wir auch. Eieieiei, hier, was ist das? Latrinen, Citizens will be forced. Ah, okay. Also Latrinen müssen wir auch bauen. Damit die Leute hier nicht krank werden. Und da gehen wir mal hin. So, was brauchen wir jetzt? Ist er jetzt gleich fertig? Okay, also Latrinen haben wir da. Also scheinbar brauchen die Latrinen auch nicht. So, 25 currently provide clean sanitation. 25 people, 38%. Also okay, wir brauchen nochmal eine Latrine. Haben wir denn eigentlich noch so viel? Ja, können wir noch benutzen. So, da bauen wir jetzt auch noch eine hin. Also wir haben eindeutig zu wenig Latrinen. Und wir brauchen natürlich auch ein Haus, damit die hier nicht auf der Straße sterben, die Leute. Das ist hier unten die Hoffnung, soweit ich das sehe. Okay, da kommen die ganzen Leute zurück. Ja, ich weiß nicht, wo die jetzt alle herkommen plötzlich. So, was sagen die Latrinen eigentlich? Wir haben jetzt 71%. Das heißt, wir brauchen ja nochmal eine Latrine. Not enough resources. Also wir brauchen Steine. Pause-Taste und man kann ihn ja auch persönlich steuern. Also man kann den selber steuern. Wo kriegen wir denn jetzt Steine her? Wir laufen mal in die Richtung. Was ist das? Battery und Misk. Okay, also so wie es aussieht,
Meine Güte, ist hier eine Völkerwanderung? Wo kommen denn die alle plötzlich her? Was ist das? Metall, Batterien? Nein, das brauchen wir nicht. Metall und Batterien brauchen wir auch nicht. Ah, da sind die Steine. So, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach hoch, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten, ich bedanke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute.